3, 2, 1, jetzt. Ja, das Besondere ist, dass die Beleuchtung heute zum ersten Mal angeschaltet wird, dass sie die ganze Nacht, sprich bis 1 Uhr, scheinen wird. Morgen müssen wir ja am 15.02. reduzieren aufgrund der Vogelflugzeit, sodass wir heute den Tag nochmal mehrere Stunden haben, um den Turm zu genießen. Mein Name ist Hadi Stimmer, ich bin von der ThyssenKrupp Real Estate aus Essen. Ich bin der Projektleiter des Testturms seit 2013 und habe quasi die ganze Phase von Anfang bis jetzt eben zum Finale zur Beleuchtung den Turm begleitet und geleitet. Ja, es war, wir haben überlegt, was können wir tun. Wir waren Ende Januar fertig mit der Installation, trotz der minus 10 Grad, die wir zum Teil hier in Rottweil hatten. Und dass man dann 2 Wochen gewartet hat und natürlich auch wieder das Wetter abgepasst hat, das war wieder das ThyssenKrupp-Glück, was wir hier die ganzen Jahre schon hatten. Ja, also es sind spezielle Leuchten, die wir hier gemacht haben für den Außenbereich. Es sind alles komplette LED-Strahler, die mit einer Leistung von 281 Watt unterwegs sind. Die 281 Watt werden natürlich nicht ausgeschöpft, weil wir die Möglichkeit haben, die Strahler entsprechend zu dimmen. Die Strahler sind alle mit RGBW ausgestattet, also rot, grün, blau, weiß. Und somit hat man die Möglichkeit, unterschiedliche Farben einzustellen. Das wird aber am Turm hier erstmal nicht gewünscht, sondern es wurde eine Farbe vom Architekt Sobek festgelegt. Und die haben wir auch definiert und die wird Ihnen heute Abend vorgeführt. Der Turm wird jetzt morgen ab dem 15. Februar bis zum 15. Mai wird er aufgrund des Vogelschutzes, den wir ja haben in Rottweil, nicht leuchten. Das heißt, er geht abends ganz kurz an, wird dann aber ausgehen, sobald die Dämmerung einsetzt und fängt morgens um 5 wieder an. Das Gleiche passiert nochmal im Oktober. Da wird nochmal ein Monat der Vogelschutz dann gewährleistet, wo der Turm dann auch wieder einen Monat aus sein wird und eben dann abends kurz eingeht und dann am Morgen früh um 5 dann wieder beginnt. Ansonsten ist der Turm immer, er geht an bei Dämmerung. Das heißt, im Sommer natürlich später bis nachts um 1, dann geht er grundsätzlich aus bis morgens um 5 und dann um 5 wird wieder hochgefahren. Wir hatten letztes Jahr eine freie Trauung oben im Konferenzraum. Da hatten sie die Turmmanagerin, die Frau Höhnle, gefragt, ob wir uns das vorstellen können, dass wir das machen wollten, und da haben wir dann direkt zugesagt. Ähnlich einmalig für die Hochzeit da oben, oder kommt es nicht ganz ran? Es kommt nicht ganz ran, aber natürlich eigentlich auch eine einmalige Sache, ja.